Das? So, da sind wir wieder zurück. Subterra, du gerne. Nymphe. Würde sie. Okay, Beckmann, wir sind ready. Du kannst. Ja. Aufnahme läuft ja auch schon. Ja, die Buffs stehen in der Mitte, ne? Ist okay. Er ja. Jetzt gleich zu uns, gleich zu uns. Ich versuch's. Ich versuch's. Ja, 60 Rüstungen, er verreckt. Du hast alles schon am Ops. Okay. Heil dich. Kommt da noch was? Alter, die Mucke ist halt schon sick. Ah, die kommt langsam. Die hat Becken. Übrigens, ne, wenn man die kitet, darf man nicht zu schnell weglaufen. Da ist er. Ja, Jungs, guck mal. Die geht down. Ist machbar. Brauchen wir gar nicht alle Crawler, jetzt sehen wir schon. Oh Gott, jetzt Rage. Ich hätte jetzt nicht so viel sagen sollen. Weil Rage ist die übelst böse. Lass euch nicht treffen. Alles cool, alles cool. Du merkst schon, dass du mehr aushältst, oder? Wenn man mit der Stelle. Jawohl, Jungs! Easy Ding. Oh, jetzt können wir gleich noch eine klatschen, wie ich sagen, ne? Wer hat den Key? Wimmelschlüssel. Wer hat den Key? Du. Gut. Okay, damit sind jetzt neue Gegner im Dungeon. Jetzt müssen wir nur den Lisa-Tempel finden. Aber wir könnten noch eine machen, ja. Raketen! Oh mein Gott. Stimmt, es geht ja bald. Rocket Launcher. Oh, Dr. Bones. Ich brauch den. Hab ich schon. Herr Schichtmann! So. Droppt man natürlich, wenn man den tötet? Ja. Der hat einen Archäologen gut gedroppt. Ja, Indiana Jones Anspielung ist der Typ. Wo ist denn noch eine Ball? Wir könnten noch eine suchen, wir könnten noch eine machen. Die war jetzt nicht so schwer, wie ich dachte. Weil wir zu viert waren auch, aber. Wir waren wirklich sehr gut vorbereitet. Ja, aber wie wir vorbereitet sein, als zu unterschätzen. Geschenk der Natur. Das ist dritte. Oder vierte. Irgendwo im Westen der Map des Dschungels war noch eine. Die habe ich gesehen, als ich abgebaut habe. Ja, ich habe mehrere gefunden. Hier aber oben. Okay, fahr bitte nächste. Aber die ist ziemlich weit weg. Ja. Für 100 kriege ich aber hin. Beckmann muss laufen halt, aber der muss die halt auch machen, weil der halt auch meist aushält, weil die spawnt halt direkt in dir. Also Beckmann geht zu Fabi und Fabi, du gehst schon mal zurück zur Arena, nachdem du Beckmann. Ja, da wo es blinkt. Bei dir ist. Eine Sekunde, ich muss eben kurz looten. Weil die droppt, also die droppt glaube ich bis auf die Table Key eh nicht so viel interessantes, aber machen wir die halt nochmal. Die droppt ein Schwert. Ich guck mal kurz. Droppt ein Schwert, was du brauchst für den Dingens, für Terrorblade. Halt dich mal, Tobi. Ja, ich war gerade in der Wiki. Ich dachte, hier sind keine Gegner. Scheiße. Naja, haben wir noch Warmer Potions in der Truhe? Keine Gegner. Gut, David. Ja, ich stehe da halt und gehe von aus, dass ich, wenn ich in die Wiki gucke, halt nicht sterben kann. Oder zumindest jemand in der Nähe ist, der die Gegner killt. Das war aber nicht. Musst du gucken. Vielleicht in irgendeiner Kiste, wenn du Glück hast. Okay. Ich bin Werwolf. Ich brauche eh Heiltränke. Hab ich eh vergessen. Kann ich jetzt holen. So. Ja, wenn ihr die nicht alle mit habt, meint ihr? Rückruftrank, wow. Alter, Rückruftränke, warum? So viele von denen. Ich hab noch Geisterkostüm. Ja, mit dem passenden Crafting-Rezept kann man die zu Wormhole Potions machen. Musste nur fischen gehen. Aber niemand mag fischen. Richtig. Doch, Fischstäbchen sind lecker. Kasse Fisch. Ah, ich liebe Fisch, aber fischen gehen finde ich kacke. Also ihr habt entweder alle im Inventar oder wir haben keine mehr. Ich habe keinen gefunden. Ich hab nur noch einen. Genau durchgeguckt. Dann sind die uns echt ausgegangen, außer hier sind noch welche. Der Pitch an zufälligen Ort habe ich 8 Mal. Vielleicht lande ich ja irgendwann, wenn ich alle 8 benutze, im Dschungel. Ja.
Ja, ich hab 3 gehabt und bin 2-mal davon im Dschungel gelandet. Probier's auch. Okay, und der war uns. Ja, dadurch, dass der Dschungel eh so groß ist. Dschungel! Aber viel weit weg, voll weit weg von euch. Weiter geht's, Eis. Irgendwo beim Herzcontainer. Irgendwo in der Corruption. Warte. Aber nah beim Dschungel. Nehm ich. Jetzt haben wir noch 2 übrig. Ich tu diesmal mein Haus mal hier oben einfach setzen, falls nochmal sowas passiert. Der Weg ist doch weiter als er aussah. Wie ich diese Geister hasse. Okay, das ist Spawn Point. Stehst du schon bereit, Bimmer? Ich stehe schon bereit, aber ich brauche ein bisschen, bis ich da bin, weil hier auch wieder alles voller Mobs. Denk dran, ne? Du musst langsam machen. Die darf nicht außerhalb deines Radius dann sein. Also, lass da ruhig ein bisschen rankommen. Die braucht Zeit, bis sie da angekommen ist. Also, das ist eine alte Dame. Und sie spawnt die, ja. Da könnt ihr ja mir mal aufhören, auf den Sack zu gehen. Kann ich? Nein. Ganz gleich. Jetzt. Der hat aber eine coole Bossmucke. Geh schon mal nach rechts. Ah, ja. Komm von rechts. Ah, da oben ist er. Oh, oh. Bisschen. Das macht die da oben. E-Gitarre, ja, die ist halt ein bisschen am Stacken, aber die teleportiert sich manchmal auch wieder zu einem, hab ich schon gesehen. Das ist selten, meistens krabbelt sie halt einfach. Guck, da ist sie. Auf einmal hat sich geportet, ja. Guck, die war weiter oben, jetzt ist es auch immer da. Die halt kam wohl an irgendeiner Stelle nicht durch oder so. Konnte sich nachgucken, was ich noch droppe, weil ich halt Kill wurde dabei. Ja, wie gesagt, die droppt noch ein Schwert, was sehr, sehr wichtig für Terra Blade ist. Und sie ist... Futsch. Also sie kann noch droppen den Siedler, den meinst du wahrscheinlich, Venus Magnum und Grenade Launcher. Na, so eine komische E-Gitarre. Gelegt. Was hast du? Ich hab hier noch eine gefunden. Was? Achso. Ja, das gibt's auch noch. Das ist die Venus. Der macht magischen Schaden. Das ist dann eher was für Fabi. Ich glaube, der macht schon mehr Damage. Fabi, guck mal hier. Macht magischen Schaden vielleicht. Ja, lass mich mal kurz. Für rein, Nahkampf. Dann kann ich ja, er sagt Bescheid, wenn ich triggern soll. Ich bin jetzt gerade hier. Kann man auch machen. Das ist kein Ding. Ich steh doch gerade hier. So gut. Holy shit. Ja, ist doch was. Es wird dann auch gleich wichtig, dass wir gleich auf unsere Rüstung gehen noch vor mir, aber da brauchen wir ein bisschen Hilfe von den beiden anderen. Was brauchen wir für unsere Rüstung? Also du brauchst gleich dann Spectre. Das kriegst du aus Geistern, die jetzt neu im Dungeon spawnen. Zerstören. Are you ready? Ja. Jo. Ist klar. Komm. Put. Ich hab einen Pfeil geschossen. Ach, jo, ich bin müde, ey. Shit. Ruhe. Auf, komm ran jetzt. Der Cyborg ist schon da, lol. Das
finde aber schön, wie ihr Lebensbalken echt so schnell nach unten geht. Hätte ich erwartet. Ich hab gedacht, wir brauchen länger bei ihr. Aber ich melde auch gerade. So, wer hat was? Einer baut hier mal, check ihm mal meine Brücke ab. Beckmann. Das Schwert? Ich hab was für dich. Ne. Nein? Robert nicht. Ja, Entschuldigung. Der da benutzt mehr. Das. Okay, und ist Low Range. Fabi, hier, ich hab hier noch da. Keine Ahnung, ob du das gebrauchen kannst. Und also, hier, Tobi, ich hab hier noch das da. Dann ist aber schlechter. Ja, ist besser, logischerweise ist der Shark, aber der macht halt auch nur... Alter, ist das Ding sick, Mann. Ist halt sehr langsam. Aber ja, kann man... Ich hab einen sehr langen. So, ich für mich, für meinen Teil würde jetzt, dass ich nach dem Dungeon suchen. Das ist gerade spannend. Was die Olle. Wir könnten der sein. Wir waren ja schon fast überall. Ja, ich würde auch sagen. Das Beckmann, du hast da am meisten aufgedeckt. Siehst du irgendwas auf der Map, wenn du näher ranzoomst, was irgendwie nach Lizard, also es ist so dunkelbraune Blöcke, die heißen Lizard Bricks. Hast du irgendwas, du siehst, dass vielleicht aus, dass du in die Ränder angebuddelt hast und es nicht mitbekommen hast? Ja. Wir haben halt rechts auch eine gigantische Dschungel, das kann ja da überall sein, ne? Das ist halt. Naja, der Dschungel geht halt immer noch bis halt unters Meer, ne? Also ich bin fest davon überzeugt, dass es irgendwo da sein wird. Dann lass zusammen jetzt mal nach dem Dungeon suchen, weil wir müssen da jetzt als nächstes rein, das ist jetzt. Essentiell, da gibt's guten Loot. Weil da habe ich halt absolut nix. Für Golem sind wir wahrscheinlich auch noch nicht ganz ready, aber mit dem Trick vielleicht schon, aber ich glaube nicht mehr, dass der funktioniert. Früher hat er immer funktioniert. Da brauchen wir aber auch Waffen, die durch irgendwas durchschießen, oder also durchschlagen können, das haben wir nicht. Eine Peitsche. Nee, der Trick ist, du baust so eine Lehmwand und so hoch, wir stellen uns alle in die Lehmwand und tun einfach durch die eine Wand durch angreifen. Es gibt mit manchen Waffen. Und der Typ, das haben die aber gefixt. Der kann Typ stuckt dann einfach. Ah, okay, dann haben sie gefixt. Das kenne ich noch von damals. Also alles, was nach einem Tempel von außen aussieht, ist richtig. Es müssen so dunkelbraune Blöcke sein. Also du fragst mich in einem Biom, wo alles aus Schlamm ist. Ja, aber das erkennst du, Beckmann, das erkennst jetzt du. Das ist ganz klare Ziegelsteine. Das sind wirklich Architektur, ist es. Keine irgendwelche komischen Blöcke. Wie Steinblöcke, nur viel dunkelbräunlicher. Und halt mit so einer Inschrift. Und die kannst du nicht abbauen, wenn du dagegen. Also wenn du dagegen. Auch mit der Tracks nicht. Die kann man nur mit der Spezial abbauen, die der Golem droppt. Das ist die beste im Spiel, aber die ist eigentlich genauso wie die hier. Nun bist noch ein klein wenig schneller. Aber damit kannst du dann auch Lizard Bricks abbauen, natürlich. Man erkennt die Struktur, weil es eine riesige Struktur ist, die auch immer außen rumführt. Also ich hatte aber leider nur ein Tor und das ein Tor muss man halt gezielt suchen. Aber wenn man schon mal nur. Kunststruktur erstmal finden. Genau, wenn man die Kunststruktur hat, kann man die einfach entlang laufen, dann findet man relativ schnell die Tür. Wir haben ja auch schon Jungle und Hallowed Keys, das heißt, wir können dann im Dungeon auch schon welche öffnen. Von den Chests. Pass auf, Fabi, da unten links ist eine Blitzera, nicht, dass wir die aus sind am Dotzen. Also jetzt geht's eher darum, einfach vorher zu kommen, die Map aufzudecken. Weil auf der Map sieht man das ja auch. Voll andere Scheiße. Also, ihr habt Clawfight im Weg, sieht ihr natürlich gerne, das brauchen wir noch weiterhin. Ich weiß halt auch nicht, ob der wirklich am Map, also gegen Map-Ende überhaupt spawnen kann. Oder ob der halt wirklich eher in der Mitte des Dschungelbiomes ist. Hier war anscheinend Beckmann schon mal, aber hier ist was gelogen. Da, wo ihr seid, war ich noch nie. Okay, dann ist da ein Schrein offen. Vielleicht war das gerade farbig, ich weiß nicht.
zum Treiben. Ich bin schon hier erkundet, glaube ich, oder? Ich weiß ihn nicht, aber ich muss mal ganz dringend wohin. Ich baue mich mal kurz ein, lese nochmal nach. Vielleicht gibt es irgendeine Taktik, den zu finden. Also, is a hard mob possible terror enclosed structure. Also es gibt eine Tür, die sind links oben bei der Struktur. Ja, gibt es halt noch übertriebener als der normale Dungeon. Nee, hier ist aber auch keine Taktik. Das ist fürs Finden. Nur fürs Überleben in dem Tempel. Ja, das ist auf jeden Fall eine große Struktur. Also der muss schon so Breite irgendwo lang ziehen. Nur der Dschungel geht bis zu dem einen Minecraft-Ding da oben links. Das heißt, er kann auch da unten drunter auch. Oh, komm schon! Wirklich jetzt? Was denn? Weil der mal einen Hut schreit. Achso, das sind die Königin. Oh mein Gott, was ist hier los? Du kommst wieder an diesen Bossbalken. Die Bienenkönigin, guck mal, guck mal. So, und zurück zur Frage zu kommen. Nein, ich glaube nicht, dass ich so viel erkundet habe, weil ich hauptsächlich mit Bauen beschäftigt war. Wenn man da, wo du bist, war ich noch nie, da habe ich keine Map aufgedeckt. War nur weiter ich unten. Ich habe eine Bienenkönigin-Maske gedroppt bekommen. Ja, ist halt nichts Besonderes. Aber du bist aus wie die Bienenkönigin. Ach, Dungeon ist nur. Was ist das denn für ein riesenfreies Areal? Wenn man sich die Map halt teilen würde, könnte halt sehen, ob man hier überall schon irgendwo schon war links von mir. Also ich weiß halt wirklich nicht, wo da war. Nee, da war, also da, wenn du weiter runter kommst, da bin ich ungefähr schon lang gegangen. Da habe ich mich einfach runtergesagt. Hast du? Nee, sorry. Okay, wenn du auf Blöcke stößt, die du nicht abbauen kannst, hast du es. Naja, ich baue mich mal hier mehr Richtung Map-Ende, weil der kann auch da spawnen. Das ist keine Beziehung. Ich hätte nicht gedacht, dass wir echt so lang für den Dungeon suchen. Sehen mich irgendwie an die Meteoritengeschichte. Normalerweise suchst du nicht lang für den Dungeon, sonst findest du ihn halt nicht einfach. Meistens findest du den halt sau früh und dann killst du erst Pantera. Bei uns war es jetzt halt anders. Wo ich schon relativ unten da überall in den Dschungel war und da hab ich halt nichts gesehen. Der Dschungel ist halt sehr häufig, sehr riesig und das macht es entsprechend schwierig. Platziert aber da, wo ihr schon wart, fackeln. Dann kann man auch, wenn man die Map nicht aufgedeckt hat, wenigstens mal sehen, dass da jemand war mal. Ja, mach ich. Ich gemerkt. Okay, dann, halt Doppelt-Axt kostet halt Zeit. Mal gelootet. Ich hab halt keinen Platz mehr, was soll ich machen? Mal. Brauchen wir noch von diesem... Klarfahrt, ja. Noch für mich in Fabis Rüstung. Also irgendwie habe ich das Gefühl, ich bin in der Nähe. Ich weiß auch nicht, warum. Das
kann auch sein, dass manchmal vor dem Tempel schon diese Lizard-Gegner, also diese Echsen spawnen, dann weißt du auch, dass du in der Nähe bist. Weil die kommen auch nur davor. Ich weiß nicht mehr, wo die waren. Wo wer war? Diese Lizard-Typen. Hast du mal gegen die gecampt? Ich hab mal ein paar, ja. Ich weiß aber nicht mehr, wo die waren. Okay, dann warst du in der Nähe des Tempels. Och nein. So, Beckmann, das heißt, es muss irgendwo in der Nähe deiner Karte sein. Ja. Deswegen habe ich ja gesagt, ob du dir gerne in der Map mal kurz angucken kannst, wo du warst. Man muss gerade einfach Survivor of the Fittest spielen. Bei Beckmann war unten rechts vor allem. Hier in dem Bereich. Ja, machen wir ein bisschen weiter. Tippe dich mal eben zu Beckmann. Ich hab die ultimative Lösung für alles. Ich hatte jetzt auch mal einen gefunden, deshalb hab ich schon geguckt. Ich fahr mir einfach mal straight durch. Ja, das hat auch Nuss. Genau, schütz mich mal gerade. Ja, Beckmann, du musst mir jetzt nur sagen, wo du schon warst, oder politisch ist in die gegensätzliche Richtung. Osten, Westen. Hier, da, da. Ich meine jetzt hier im Umkreis da, von uns. Da, einfach hoch. Okay, also im Osten warst du noch nicht von hier aus gesehen. Nee. Okay, dann marsch da mal weiter. Gegner heißen auf jeden Fall Lizard. Also hier hinten war ich schon, ne? Okay, war der ja da hinten, aber nicht hier, oder? Hier war offensichtlich Fabi schon, weil hier sein Grabstein liegt. Ja, da war ich auch schon. Beckmann war am besten, auf jeden Fall am meisten von uns irgendwo, deswegen. Wenn, dann würde ich es halt auf seiner Map sehen, aber wenn er es selbst noch nicht hat, dann. Ist halt nur blinde. Da bringt uns auch keine Mining Potion oder sonst irgendwas was. Aber nur Bullen. Nebenbei noch Chlorophyll ansammeln. Genau, am besten. Das ist nicht ganz useless. Wow, hier ist die extra Bienenlarve. Man, das ist rechts unten. Okay, dann baue ich weiter nach oben. Ich glaube, hier ist sie auch nicht. Die wird doch wahrscheinlich auch recht groß sein, oder? Ja. Du kennst sie auf jeden Fall in Torschluss. Euch klatschen gerade eine Biene? Ich. Professional Bee Sledding. Yeah, aber ich hab keinen Platz im Inventar. Geschenk der Natur habe ich jetzt aber schon viermal im Inventar. Wow. Nichts Besonderes dabei gehabt, die Olle. Jetzt kommen wir uns gleich alle wieder in einen Bereich, ne, wisst ihr? Das kann ja wirklich suchen, was wir da machen. Dann können wir ausschließen, dass das in diesem Bereich ist, ne? Wir, also. Wir sind halt da, wo wir alle noch schwarze Map haben, aber das ist halt schwer zu überprüfen, wo wir alle schwarze Map haben. Das kann man schwer beschreiben hier.
Also bei mir ist hier oben noch alles dunkel, hier so in dem Bereich. Da ist bei mir alles dunkel. Aua, 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 ah! Halt, 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 halt. Hier warst du, glaube ich, Beckmann. Die neuesten Pinks, oben links. Kann das sein? Da war ich noch gar nicht. Weil da oben ein X ist von Beckmann. Vor 37 Minuten. Da oben. Da? Da war ich noch nie. Okay, komisch. Ah, hier sind wir noch Profile. Auf. Ich habe jetzt 410. 15. Diese Peitsche, die man so entfernt hört. Ach, moin Andi. Sind am selben. Ja, hier leuchtet hier alles aus. Stimmt, hast du die höchste Chance, das Blöckchen durchzusehen. Ne? Ja. Ganz gut. Ja, dafür habe ich die mehr. Ich glaube, wir sind unten falsch, Jungs. Ich glaube, wir müssen mehr in die Mitte. Also die Mitte von rechts auch gesehen, ja, vielleicht. Willst du mir eher zeigen? Ich will auch noch eine Truhe. Also, wir haben eigentlich, die Map ist eigentlich saugut von der Generierung her, aber bei so aus den Meteoriten oder jetzt auch bei den Dungeons suchen wir halt. Das ist halt 50-50 die Map. Kurz weg. Ja, yeah, Tobi. Das war für dich. Ja, und die hilft mir leider beim Dungeon finden nicht an. Ja, aber bei Ohr. Ja, wenn ich mich nicht mehr lesen habe, dann müsste das Ohr ja auch gerade wachsen, weil das ist zu Hause. Hier ist die Exibin-Larve, die, glaube ich, Beckmann schon gefinisht hat. Und hier ist halt Map-Rand, hier kann sie halt auch nicht spawnen, der Dungeon. Hier ist halt viel zu wenig Platz, dass er spawnen. Oh, scheiße. Oh. Von Versehen. Ja, mach's halt fertig. Oh, das ist, glaube ich, der meistgekloppte Boss bei uns, so ein Königschleim. Komm! Mit der hier. Oder vielleicht haben wir noch ein paar Mal mehr als sie. Bitte voll Rasur. Ah. Also, sobald ihr seht, dass rechts quasi die Kamera nicht weitergeht bei euch, dann seid ihr zu weit, weil die kann hier nicht an der Map-Grenze kommen. Da ist aber zu wenig Platz. Nochmal der Jetzt bräuchten wir vielleicht was seltene Gegner anzeigen. Ich glaube, der Lizard würde uns anzeigen. Weißt du? Hab ich? Deswegen. Der Lizard würde nämlich gesagt werden, dass nicht, dass der das anzeigt. Ja, der ist seltener Gegner, ich glaube schon. Also, das Spiel denkt, Dungeon-Gegner ist gleich nicht selten. Kann ich auch sagen. Oh, tatsächlich, ja. Also, Dungeon-Gegner sind nicht selten. Okay. Wenn dann ein seltener Gegner im Dungeon wäre. Das ist allgemein aber ein Item sein, was Gegnernamen denn hier anzeigt. Ja, warum Klossen dann hier dran sind oder so. Ich will den ganzen Dschungel aus, wenn es sein muss. Oder? Das ist der Kack dann. Boah, Alter, ich hab schon so viel abgedeckt jetzt. Ich würde so lachen, wenn einer von uns schon vorbeigelaufen ist, ist halt einfach nicht. Ich glaube, der ist nicht so tief, wie ich jetzt gerade bin. Das ist halt auch random, das ist das Problem. Ja, das ist ein guter Ab Dschungel, man muss sich immer nur buddeln. Es gibt auch viele natürliche Gänge. Und der Dungeon führt eigentlich von einem natürlichen Gang. Also der natürliche Gang, es gibt immer einen natürlichen Gang, der zum Dungeon führt, damit du zur Tür kommst. Nein,
Muss ich widersprechen. Ich habe es bei auf meiner Map gehabt, wir mussten tatsächlich buddeln, weil der Weg nicht frei lag. Okay, du konntest also... Dann haben sie es geändert. Das leider nicht direkt erkennen. Haben sie es im World Gen leider geändert. Hier ist auch viel Anzeige, wo ich jetzt bin. Das haben wir doch alles. Also, wenn sie so kleinere Flecken in der Map sind, dann kann der nicht sein, weil der ist schon groß. Also, da unter mir kann es nichts sein. Der war knapp. Planetärer beschworen. Ich habe immer noch Angst, dass der halt wirklich im Westen ist und wir einfach so blöd dafür sind. Wie sich ganz am Rechten. Ganz am Osten rumpuddeln. Ist hier oben, da gibt es eine Minecraft-Strecke, die führt irgendwann wieder in ein normales Biom. Darunter ist auch noch Dschungel. Könnte auch noch irgendwo sein. Da war ich auch noch nicht. Ist ja was ich. Seid ihr hier schon? Also da, wo ich jetzt pinge? Da war ich schon. Da warst du schon. Also nicht hier. Ja, okay, hier ist jetzt. Ach so, da. Okay. Also hier so war ich nicht. Wie komme ich jetzt am schnellsten zurück zu unserer Pantera-Arena? Guck mal da lang. Rückruftränke in der Truhe. Das wäre so ein Kackgesier gewesen. Ja, am besten unten mein Kart unten nehmen. Ich gucke jetzt, ich teile mich jetzt mal nach Westen auf. Ich glaube, ich habe das Gefühl, dass wir da halt einfach Fisch haben. Ja, ich grab mir auch schon in die Richtung. Da komme ich jetzt zu der Minecart-Track da unten. Ah, hier, ne? Haben wir hier Infos? Nein. Also ich nicht. Nee. Fuck. Ich schätze diese Bienen immer. Ich dachte, die machen nicht so viel Schaden, dann machen sie doch schon. Ja, viel Gold, das ist egal. Oh ja, hier oben, dann kann ich jetzt, bin ich jetzt eh schneller, kann ich gleich, am besten gucken. Der kann aber auch sehr hoch oben sein, ne? Der könnte auch hier oben irgendwo links sein. Der hat kein Höhenlimit. Also das Limit, was er hat, ist Dschungelbiom. Man merkt ja selber, das ist riesig. Eben, deswegen sage ich ja aufteilen und also hoffen, dass einer drauf stößt. Kann noch überall sein. Vor allem, weil der halt auch vom Schlamm, wie Andi schon gesagt hat, vom Schlamm bedeckt sein kann. Also der kann auch wirklich einfach verborgen hinter der Schlammwand liegen. Du kannst nur erkennen, wenn du zufälligerweise mal einen Block erhellt hast. Die größte Wahrscheinlichkeit ist, dass du an irgendeiner Außenwand von dem Ding stößt. Genau, ja. Ist das Wahrscheinlichste. So, weil hier habe ich noch gar nichts in welcher Quote und deswegen würde ich sagen, ich... Wie du schon sagst, das Ding ist eigentlich größer. Ich schätze, dass es da ist, wo hier, wo Tobi gerade unterwegs ist. Da tippe ich, dass es da ist. Und ich schätze auch hin. Oder weiter oben, wo wir halt noch gar nichts erkundet haben. Aber trotzdem aus dem Hintergrund fehlt. Ach, die 50. bin ich König. Wenn ich wenigstens das ekelhafte Wasser wäre, mal wäre es so einfach, um sich zu sehen. Mit dem Mauszeiger ein bisschen hinterherwählen, man es ganz schnell auch hin.
Gott. Eine Lava darf man nicht bauen. Was? Okay, cool. Ah, oh, und das nächste Wasser. Mensch. Alter, ich habe kein Stück von der Scheiße finden. Ich effektiv runterbrühe. Ich kann der Seite echt nicht sehen, links und rechts, weil überall Wasser ist. Ich habe nicht so, wo ich in Wasser schauen kann. Wenn der hier im Wasser gespawnt ist, ne, dann ist der Map-Chain aber böse zu uns, weil ich diese fette Wasserflasche. Ich bin diesmal so nicht eben frisch gesehen. Ich muss dann zufälligerweise aufnehmen. Gucken, dass ich morgen noch ein bisschen COD-Beta spielen kann. Er will ich nicht mehr. Ist jetzt offen. Heute. Ja, oder heute. Ich muss noch Hannes fragen, wann er morgen anfangen will. Also heute anfangen will, aber ich denke 18 Uhr. Das sehe ich schon, wir wenden dann Fläche sichern und ja, das Mal wird dann weitergehen. Ich hätte ihn heute echt genug gehabt. Wow, ja, ist das hier ein Granitbiom. Ich kann auch nichts, weil es auch nicht zu Dschungel gehört. Effektiv. Praktisch schon, aber effektiv nicht. Gut ist, ich muss nicht weiter buddeln. Alter, ist hier gigantisch. Perfekt. Jungs, ich hab's! Ich hab nicht den Eingang, aber ich hab die Struktur. Entlang buddeln, wir müssen die Tür finden. Ich hab's halt beigebabbelt. Aber ich meine, das Bonus sieht, dass ich beigebabbelt habe. Zwei Zugänge, dann müssen wir ihn finden. Was? Ich oder was? Man hat wann und wo? Ich bin noch nie meine Wabe, Mann. Der König ist so old, dass du die gar nicht mehr merkst, wenn du dich schwörst. Behindert. Ab! Weg! Kack! Mach's einfach tot. Schon weg. Haben die Tür? Oh. Ja, da ist er. Ich habe keinen Dungeon Key. Auf den warten, der einen hat. Aber wir machen das allen. Kommt ihr, Jungs? Bring was auf, das ist der Dungeon oben, nur 30 Mal Härte. Das heißt, auch die Fallen sind dadurch Härte. Und die waren ja schon normal Dungeon böse. Lass mich mal eben erst zurückporten. Dann komm ich gleich nach. Stimmt, Alter, ich bin auch so ultra voll. Ich bin komplett voll, ich kann überhaupt nicht sagen. Ja, hast recht. Wie machen wir das jetzt? Wir haben halt keinen gescheiten Tunnel nach oben, ist das Problem, da ist halt nur Wasser. Ich werde da gleich einen hingraben, da wo das ihr seid. Das Ding ist ja unter der Corruption, Mann. Ja, aber er gehört noch zum Dschungel hier, deswegen. Was an hier? Fabi? Nee, Mac. Ah, das ist so ein Stein der Weisen. Die Bälle sind böse. Au!
Ach, die Bälle sind böse, wirklich. Ja. Hätte ich nicht gedacht. Die machen rumstige Geräusche. Ja, wie machen wir es jetzt, ne? Neue Bälle aktiviert, irgendwo sind die, die sind halt überall Press. Pressure Plates. Haut rein. Pack mich jetzt einfach nach oben. Ja, warte mal. Hab ich noch. So. Leute, Mensch, an der Stelle jetzt hier die Folge und wir nehmen noch einen auf. Bleibt. Ich hab noch Wurmlochtränke, ich hab 3 Stück. Ja, irgendwie, ich bleib hier. Ich hab auch noch einen gefunden. Und machen dann noch ein paar Dinge zu sehen. Bis dann, mach's gut. Tschüss. Wird spannend nächstes Mal.